jetzt ist auch genau 12 Uhr, dann kann ich euch auch offiziell begrüßen zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Spiel am Freitag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die äußeren Bedingungen sind vielversprechend. Wir erwarten ungefähr 10.000 Zuschauer. Und wenn er denn aufgestellt wird, wovon ich ausgehe, wird Patrick Land sein 176. Spiel in der zweiten Liga machen für den FSV Frankfurt und wird damit alleiniger Rekordspieler des FSV in der zweiten Liga. Aber was noch viel wichtiger ist und auf dem Platz passiert oder eventuell passieren wird, das erfahren Sie nun von unserem Cheftrainer Benno Möhlmann. Bitte schön. Ja, ich denke, dass wir in den letzten Tagen ja sowohl intern wie auch nach außen viel geredet haben über unsere letzten drei Auftritte und speziell auch unser letztes Spiel in Sandhausen. Und ich denke, dass wir alle auch klare Worte gefunden haben. Aber jetzt ist es so gut damit, denke ich. Wir sollten und wir sind einfach jetzt gefordert, ganz klar unseren Blick auf Kaiserslautern zu richten und hier am Freitagabend im Heimspiel gegen diesen Aufstiegsaspiranten einfach zu zeigen, dass wir eine funktionierende Mannschaft sind und dass wir auch gegen diese Spitzenmannschaft oder auch dieser Spitzenmannschaft Paroli bieten können. Das ist unser Anliegen und das werden wir am Freitag umsetzen. Personell sieht es so aus, dass der Odis Roshi noch mit seiner Prellung da zu tun hat, wahrscheinlich morgen wieder ins Training einsteigen wird. Ansonsten sind bis auf dem Heubach alle im Mannschaftstraining dabei. Kurz und knapp, weil es nützt nichts, wenn wir jetzt reden, sondern wir müssen jetzt auch Fußball spielen und Taten folgen lassen. Danke. Dankeschön, Herr Möhlmann, aber vielleicht gibt es da noch die eine oder andere Frage. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Mannschaft verstanden hat, was Sie ihnen mitgegeben haben, verbal? Ja, ist immer so eine Geschichte, wenn man nach seinem Gefühl geht, ne? Gefühl kann alles sein, aber Gefühl kann auch einfach nur Scheiße sein. Ne? Das ist also insofern, denke ich, ist das nicht Entscheidende. Die Mannschaft trainiert gut. Das sehe ich in den beiden Einheiten, die wir jetzt schon gehabt haben. Und das wird sich auch nicht ändern bis zum Freitag. Aber wichtig ist, dass wir auf dem Platz unsere Dinge da auch wirklich umsetzen. Und das werden wir dann sehen am Freitagabend. Gibt es sonst keine weiteren Fragen mehr? Sieht nicht so aus. Dann bedanke ich mich und wir sehen uns am Freitag. Bis dann. Tschüss.